Zack, zack, Fallheimruf. Bam, 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 bam. Wir sind schon ein bisschen weiter. Gestern Nachmittag habe ich ja definitiv überhaupt nicht gespielt. Mich ganz meiner Frau gewidmet. Und heute Morgen kommen wir etwas verspätet, weil mein Hund ein wenig herumspackt. Der hat oder beginnende Läufigkeit. Durch die beginnende Läufigkeit ziert er sich so ein bisschen bei allem. Das ist natürlich stressig. Das heißt, Gassi gehen dauert fünfmal so lang. Wir haben jetzt das Vergnügen, wir haben einen Dungeon gefunden, also mehrere eigentlich. Und ich will jetzt nach Hause laufen noch eben, bevor ich mich Dungeon Raiding mache, um meine Taschen zu leeren. Die sind mega full. Ich wusste es. Bisschen mutiger werde ich auch schon mittlerweile. Cool, was haben wir denn hier? Eine Chest. Und unsere Taschen sind voll. Wir nehmen das Harz raus, nehmen Münzen rein. Wir nehmen Kohle raus und machen Bernstein rein. Jetzt heile nach Hause kommen, ohne dass ein Troll uns den Arsch versohlt. Müssen wir über die Berge? Wir sind dafür nicht geschaffen. Müssen wir außen rum wahrscheinlich. Der friert sonst sehr schnell. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein paar Rehhäute zu sammeln für den Umhang. Vielleicht wärmt er uns ein wenig. Weil die Wölfe, die hier drinnen sind, die sind echt übel. Warte mal, ich will mal unter Einstellungen, Sound, Musiklautstärke, mach mal leiser. Machen. So, glaube ich. Oh, das ist ein bisschen zu laut wieder. Du erfrierst. Fuck. Ich will nicht erfrieren. So, ist vorbei. Cool, hä? Sind fast zu Hause. Ich weiß nicht, ob die Fackel etwas bringt.
Wir müssen viel, viel mehr Kisten basteln. Oh, voll. Kein bisschen Inventory-Platz mehr. Ich weiß auch noch nicht, wie wir irgendwas pflanzen können. Ich habe so viele Buchensamen. Ich könnte meine eigene Buchenfarm basteln. So, hier waren wir schon mal. Wir müssen hier entlang. Und immer schön die Augen aufhalten, dass uns kein Troll erwischt. Ich müsste jetzt zu Hause ankommen und völlig zerstört. Wir waren ja auch ein paar Tage unterwegs, Ingame-Zeit, also. Sieht aber noch cool aus. Ich hätte hier auch eine Tür reinmachen sollen. Ja. Fuck. Sonst soweit alles tutti. So, wenn ich rechts habe, müssen wir über unsere Tore kleine Dächer bauen. Wow, verletz dich doch nicht. Also wenn wir kleine Dächer drüber bauen, dann sind sie geschützt. Dann gehen sie halt nicht so schnell kaputt. Na. Nicht genug Kernholz. Na komm, Clip. Sieht ja mal behindert aus, dann war das doch so. Wieso klippt denn der das nicht vernünftig? Warte mal, wie habe ich denn das auf der anderen Seite gemacht? Oh. Habe ich da einen Querbalken drüber gesetzt oder was? Ich glaube ja. Einfach so ein First habe ich verwendet. Nee, das sieht mir aus. Wenn ich jetzt einfach Querbalken drüber setze erstmal. So, und jetzt den First. Gibst du ja, nee. Okay. Und den wieder.
komme ich nicht an das Holz da oben ran. Ja, komm mal her, Keule. Kriegst du gleich auf die Fresse. Ist ja nicht so, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Ja, scheiße, war Kamerad Schnürschuh? Sack hier. Das heißt, bei den anderen Toren müsste ich auch. Ah ne, warte, erst kleine Dinger draufsetzen. Dafür müssen wir das Tor nochmal schließen. Ist egal. Warum geht denn das hier nicht? Wieso klippt denn der nicht? Geht doch. Ja, viel zu tun. Kältet sich gleich. Das wird da. Halb bewegt sich? What the fuck? Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ah, wir werden angegriffen. Das halt heißt es. Was können wir denn zu essen vertragen? Das ist doch scheiße!
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Ah, wenn ich nass bin, kann ich nicht pennen. Wenn ich nicht pennen kann, werde ich die Invasion nicht los. Wobei ich hinterher wahrscheinlich ganz schön viel rappen muss. Aber das kriegen wir hin. Das heißt, ich brauche noch mehr von diesen Pfählen. Ne, der Kampf geht weiter. Der Wald ruht wieder. Okay, cool. Jetzt können wir aber erstmal rappen. Nein! Das brauchen wir. Oh, ein bisschen safe sind wir schon. Beruhigt mich ja schon ein bisschen. Dass ich nass bin, ist jetzt nicht weiter wild. Safe hier. Geile Sache. Yeah, baby. Das macht Freude. Okay, hier haben sie auch angegriffen. Aber nicht jetzt wild. Okay, wir brauchen ein... Was ist da los? Warum ist er... Ach, der schwebt in der Luft. Schnell einen runterballern. Ich dachte, es wird jetzt auch zu regnen. Wir müssen das Dach machen, dann kann ich reparieren. Wir brauchen die hier. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist mein ganzes Holz hin? Tonnen von Holz. Das? Gelber Pilz. Den habe ich gar nicht gesammelt. Ich habe hier Holz. Können wir erstmal weitermachen. Bevor das komplett wieder zerstört ist. Mal retten. So, jetzt reparieren wir erstmal alles.
Warum ist der rot? Oder orange? Ah, ich sehe das Problem. Wir müssen hier erhöhen. Sonst hält das nicht. Deswegen dürfte das rot werden, weil die Last zu hoch ist. Meine Kisten sind zu voll. Ich habe zu wenig Kisten. Kriegen wir alles hin. Wo habe ich denn jetzt mein Werkzeug? Da. Wir brauchen die Hacke. Was mache ich denn? Das hier wegräumen. Den brauche ich nicht. Aber Steinchen müsste ich mitnehmen. Ein paar. Da muss ich gucken, wie ich das hier. Ich muss viel, viel mehr Kisten bauen. Da müsste man die noch beschriften können. Das wär's. Stabilität. Ich hab den Wolf gehört. Ich hab den Wolf gehört. Herstellung. Wir bauen erstmal hier Schutz. Zu wenig Holz. Ernsthaft. Oh, ich guck mal, kann ich eine Kiste bauen? Jetzt überhaupt, was ich vorhabe? Ja.
Jetzt können wir richtig aufräumen hier. Also. Die Münzen nehmen wir mal. Machen hier die Münzen rein. Bernstein und Harz auch. Bernstein. Wo habe ich den Harz? Holzkiste habe ich schon. Leder nehmen wir mal raus. Federn nehmen wir mal raus. Wo habe ich noch Federn gehabt? Das sind alles Trophäen. Bei dem harten Geweih bin ich mir nicht sicher, wofür das ist, aber ich glaube, damit können wir weitere Spitzhacken theoretisch bauen. Komm, Knochenfragmente nehmen wir auch raus. So, jetzt nehmen wir uns die nächste Kiste vor. Zack. Zack, zack, zack. Bei den Disteln weiß ich auch nicht, was das soll. Jetzt kriegen wir Ordnung rein. Na, geht doch. Rehhaut brauchen wir und Knochenfragmente, die habe ich. Aber Rehhaut habe ich nicht. Gucken wir mal, ob wir kriegen ein paar Rehe. Wir hören sie, wir sehen sie nicht. Weil wir schießen die Bäume kaputt, ja. Kleine Bugs. Die Gräser sind ja alle zu hoch. Das macht so viel Laune. Das Bauen und Pipapo. Ich stehe ja auf sowas. Völlig. Komm, nehmen wir dich mit.
Hat ja voll geklappt. Zwölf Schüsse für ein Reh. Was ist denn jetzt los? Das hat ihn voll geleckt, Alter. Ich höre keine Rehe, ich sehe keine Rehe. Wildschweine sind schön simpel, da brauchst du nur drauf zulaufen, greifen dich dann an und dann haust du dir ein paar vom Kopf. So simpel. Aber Rehe sind wirklich ein kleines Problem. Da, ich höre sie schon wieder. Aber sehen tun wir wieder keine. Ich glaube, meine Knochen werden steif. Der kann doch nicht schon wieder dunkel werden. Ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Da waren wohl ein paar Bäumchen im Weg. Es wird schon wieder dunkel. Unfassbar, wie schnell das hier geht.
Musst du mir die Rehe verschrecken, Dummbeutel? Fühlt sich jetzt besser. Ja klar. Er braucht so lange, den Bogen zu spannen. Jetzt fange ich ohne an zu spielen. Toll. Ist Zwerge. Ich höre sie, ich sehe sie nicht. Ich höre sie, ich sehe sie nicht. Verflucht, die haben eine Spürnase hoch 10, ehrlich. Jetzt will ich mal wissen, wofür der Rehumhang ist. Den werden wir uns jetzt herstellen und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir denn einen Kälteschutz oder so. Keine Ahnung. Dass das ja alles so unordentlich aussieht. Verdammt. Ach, falsch. So, wir wollen ein Feinholzbogen, müssten wir auch mal herstellen, aber da haben wir kein. Ah, hier, das hier. Knochenfragment. Habe ich. 4 Stück brauchen wir. Dann können wir den Mist reinräumen. Den Mist reinräumen. Dann gucken wir mal weiter. Ach, 5 brauche ich, nicht 4. Wunder mich schon, warum ich das nicht produzieren kann. Kopf zu da draußen, sonst knallt's. Wir brauchen nochmal 5. Ja, auch 5. Überall 5.
Knochenfragmente, die du eigentlich in der Nähe von Dungeons bist. Und jetzt? Was habe ich davon mit diesem Umhang? Ich verstehe es nicht. Kalt ist mir trotzdem. Also es ist nicht so, dass mir dann warm wird. I don't understand this. Kaffee ist auch schon wieder alle. Ich gehe gegen 8 einkaufen. Ich werde dann was frühstücken und dann komme ich wieder rein. Aber ich weiß nicht, was der Umhang bringt. Außer ein bisschen mehr Rüstung, Stufe 7. Wir brauchen noch reichlich Knochenfragmente und Rehhaut. Dass ich an diesen Ecken hier friere, ist scheiße. Hier habe ich ein Feuer. Hier ist schon wieder kalt. Wärmt man sich an der Nähe von der Fackel? Auch nicht. Irgendwie. Nur Deko. Also müsste ich ja hier auch noch ein Feuer hinbasteln. Kernholz. Wofür brauchten wir das? Ich weiß das nicht mehr. Irgendwas konnten wir damit machen. Herstellung, bauen. Ah, da brauche ich normales Holz für. Dekoration. Da brauche ich edles Holz, edles Holz, edles Holz. Holz und Kohle. Läufer, Banner, so Blödsinn. Müsste noch so ein paar Ski Guards bauen. Ich habe nämlich echt Angst, dass der Troll irgendwann unserer Base zu nahe kommt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das passieren kann, aber möglich wäre es. Guten Morgen! Du bist selber ein großer Häuptling. So, ich weiß echt nicht. Überlegen, gehen wir direkt in den Dungeon? Ja, aber... So, wir räumen Werkzeug rein, was wir nicht brauchen. Das ist das. Das nehmen wir mit. Ein Hammer werden wir wohl nicht brauchen, wa? Dungeon! Hier müssen wir irgendwo treffen noch. Nee. Man sieht sie nicht, man hört sie nur. Was für Ärsche. Wir können, glaube ich, hier am Berg vorbei, ne?
Weißt du, was ich noch mache? Wir nehmen ein bisschen Holz mit und ein bisschen Harz und bauen unterwegs Fackeln. Für einen gesünderen Weg. Kernholz, edles Holz, Holz. Warst du heute Morgen auch schon wieder fleißig am Stream? Dann brauche ich auch den Hammer. Juckt nur eine Stunde. Ich bin noch gar nicht so. Ich bin jetzt erst seit einer, nicht mal einer ganzen Stunde drinne online. Hatte heute Morgen nicht viel Zeit. Meine Hündin spielt ein bisschen verrückt, weil sie wieder eine beginnende Läufigkeit hat. Und da brauchst du sehr viel Aufmerksamkeit. Madame ist nämlich eine Zimperliese. Wieso braucht man dafür eine Werkbank? Ich kann doch jetzt nicht überall Werkbänke bauen. Doch, ich kann anscheinend schon. So, pass auf. Dann klatsch mal hier hin. Deko. Wirklich jetzt? Ich glaube, der hat den Arsch offen. Drück mal die falsche Taste. Was hast du denn Schönes gespielt? Final Fantasy? Fuck, ich laufe genau in die falsche Richtung, Alter. Ah, okay. Herausforderung habe ich jeden Tag, wenn ich schon aufstehe. Warte mal, ich muss mich mal richtig drehen hier. Ich muss da lang. Hier vorbei. Ich werde gleich einkaufen gehen müssen. Okay, also hier können wir vorbei, wenn ich das richtig sehe. Ja, komm her, du Spacko. Bing. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ich habe kein Harz mehr. Jesus Maria. Nein! Nicht du. Du. Ist ja auch Freund. Freie Sicht haben. Auf unsere Fackel. Wir wissen, wo wir langlaufen müssen. Bitte nicht auf meine Fackel stürzen. Bitte nicht auf meine Fackel stürzen. Nein! Ich höre schon wieder den Wolf. Wo ist der Hund? Zwei Bisse und ich lieg im Dreck. Was für ein Hundesohn. Unfassbar. Boah. Welcher Hund zerfleischt dich denn mit zwei Bissen? Kann doch nicht sein. Was für ein Köter. Arschgesicht, der. Warum zieht er das nicht immer gleich schon an? Ich habe wenigstens einmal hauen können. Ein einziges Mal. Schön auf meine Packe geballert. Wunderbar. Und die ist hin. Stürz doch nicht immer auf meine Fackeln! Oh, 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 oh. Ach scheiße, ich muss mal was essen. Wunderbar. Die Fackeln waren alle für den Arsch. Yo!
Jetzt haben wir ein bisschen freie Sicht. Ah, ich habe wieder kein Harz. Aber wir scheinen jetzt wenigstens richtig zu sein. Läuft, hä? Nicht mit uns, mein Freund. Mühsam kommen wir zum Dungeon. Alter, weißt du, wie weit der Weg noch ist? Ist doch scheiße, vor allem so zu der Nacht. Ein bisschen Bammel vor dem Hurensohn-Wolf habe ich. Oh. Der Missgeburt. Und zwar brauchen wir warte mal, wir machen es ganz ordentlich. Wir fangen mal an. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Wie oft ich hier schon gestorben bin. Da, voll die Lags, ob die Server das nicht können oder was. Oder ob es an meinem Rechner liegt. Wenn es an meinem Rechner liegt, dann kann Hightech Gamers direkt wieder einpacken.
Okay, grün ist nicht so gut, wie ich dachte. Blau ist gut, grün ist nicht gut. Scheiße, der Boden ist nicht eben genug. Oh, du trägst zu viel Lappen. Besser? Besser. Das war ja mal richtig scheiße. So, mal gucken, ob wir jetzt Samen drauf anwenden können. Wie das funktioniert oder das funktioniert nicht. 50-50 Chance. Geile Ordnung, wa? Ich sage, die Kisten müssten beschriftet werden. Wie kann ich denn meinen Inventarplatz ein bisschen größer gestalten? Das ist mir echt zu wenig. Ach, ich wollte meinen Samen ausprobieren. Habe ich nicht sogar Möhrchensamen? Karottensamen. Jo. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Also, ich glaube, das geht nicht. Vielleicht muss ich erst Flug haben und nicht Sigbert alles. Dafür brauche ich ja Metalle. Oh.
Jo. Geht nicht anzuwenden. Das ist dumm. Dann geht das nicht. Egal. So, ho. Wir machen jetzt gleich Feierabend. Weil ich einkaufen muss. Da komme ich wohl nie wieder ran. Brennen echt lange denn. Sehr schön, ne? Und so, reicht. So. Mal Feierabend. Jetzt schön einkaufen gehen. Gucken, wer noch online ist. Njom, 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 njom. Kein von meinen Leuten. Wer ist denn? Zockerbühne 88. Egal. Falls wir uns jetzt erstmal nicht mehr sehen sollten, dann bis heute Nachmittag, ne? Lasst euch nicht ärgern.